Nee, länger, es muss länger als ein Monat sein. Ja. Weil wir haben es vor 6 Wochen gewechselt, dann haben wir es vielleicht. Achso, ja, dann eh. Dann haben wir es wahrscheinlich vor einem Monat gewechselt, ja. Und dann ist es vielleicht schon so 10 Wochen. Ja. Aber da kam es gut klar mit dem Ding, oder? Ja, schön. Super. Dann. So. Tun wir die Pulle doch kurz runter. Ja. Jetzt beim Stehen merke ich mir, dann nervt sie mich doch. Und was war schlimmer? Septum oder? Ich glaube das Ohr. Ja, kann durchaus sein. Also ich würde, wenn du mich ehrlich fragst, auch sagen, dass das Innercon im Zweifel unangenehmer sich anfühlen müsste als das Septum. Weil ein Septum ist ja quasi ganz leicht betäubt mit dem Leberkin meistens und dann auch die Schleimhaut und den Sturm. Also das tut den Knorpel auf jeden Fall nicht ein Tick mehr. Aber die gute Nachricht, weiß ich, bei den angenehm. Die gute Nachricht ist, du hast es schon überstanden. Jetzt geht's, oder? Mhm. Ja? Schön geworden? Mhm. Ja, das mal zeigen. Da sieht man's. Ich glaube, irgendwann hat das Video ganz kurz ausgeschaltet. Ich hoffe, man hat alles noch drauf gehabt, soweit man drauf wollte. Mein Telefon spinnt irgendwie heute, mein Samsung. Ich weiß nicht, was da los ist. Stellt sich laufend, stürzt irgendwie ab. Keine Ahnung, was in dem Dreck ist. Gefällt's dir? Brille stört sich gar nicht dadurch, weil das einfach die Brille geht drüber, also das sollte dann wahrscheinlich kein Problem sein. Ja? Ja, schön. So, meine Liebe, dann erklärt sich noch mal kurz die Pflege. Erster Schritt ist natürlich immer Hände waschen und Hände desinfizieren. Dann nimmst du bitte das Condiment Spray und Gel. Sprüh dir da bitte wie damals bei Septum auch jetzt auf das Ohr, aufs Innercon, links und rechts den Spray ein. Lass es kurz einwirken für 30 Sekunden, damit es auch antibakteriell wird. Find dann die Küchenrolle und dann putzt es vorne und hinten sauber. Keine Wattestäbchen wegen dem Fussel, denk dran, und dann nimmst du das Gel vom Gel reichen Topfen und tust vorne hinten drauf und bewegst den Stabsatz vorne zurück. Und wir machen das 3 Wochen wieder 2 Mal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen sehen wir uns wieder hier zum Wechseln und Kontrollieren. Duschen, Sport, Haarewaschen ist noch morgen erlaubt. Okay. Schwimmen gehen bitte nur bis hier. Ja. Untertauchen darfst du nur bis mit Meerwasser oder Salzwasserpools, aber Chlorwasser bitte 2 Wochen nicht. Okay. Haare färben machst du nicht, ja? Nein. Gut, ja, 6 Wochen. Wir sehen uns dann in 6 Wochen mit kürzeren Schlaf. Eine Ring können wir erst in 3 Monaten reifen. Ja. Ausnahme ist Echtgold. Wer Echtgold schmuckt, tragen will. Beim Innercon macht es auch echt Sinn, weil er sehr gut von der Verwirklichkeit ist. Wenn du jetzt ein Weißgold oder irgendwas, kann man sich überlegen, der geht schon nach 6 Wochen, dann geht es auch besser mit der Hand. Okay. Gut, meine Lieben, danke dir fürs Video, dass es da ist. Danke euch fürs Zuschauen. Das war die Rede von Innercon. Ciao.